Wie schmeckt das Giel? Amerikanisch. Wie ist Teli? Habe ich es vorbereitet gestern. Der Janik hat es ausgeleert heute Morgen. Hey! Dann nehme ich mich ab. Macht ihr das Neues? Als wir sie ankamen, sind wir irgendwie in einen Laden gegangen, weil wir irgendetwas zu essen brauchten. Dann haben wir dort einfach Unsummen ausgegeben. Das ist in so einem teuren Bio-Öko, spürst du mich, irgendetwas organischer Laden. Und wir haben dann gefunden, es geht nicht so einen ganzen Monat lang. Wir haben dann den Food for Less gefunden. Das ist echt so ein riesen Laden, der alles hat. Frankreich, USA, nein. Hawaiian Punch. Nur mit natürlichen Zutaten gemacht. Awesome. Jetzt sind wir wöchentlich etwa hergegangen. Wir gehen Gemüse einkaufen, weil am Morgen kochen wir abends Rührei mit Gemüse drin. Und da haben wir recht viel verschlungen von dem. Wir haben auch Bier gefunden in diesem Laden, was wir auch trinken, da wir eine Rockband sind. Bier. Jesus, it's huere glitzy glam studio. Geil, leider mal. Jesus. Cool. Jens. Old Queen photos. He's always looking at you and asking, is it cool? I don't know if that's cool, mate. Sometimes you'll be doing something and you just kind of, you look over and you'll see him looking at you and you'll be like, oh yeah, that's not that cool. Greg is a typisch Amerikaner, würde ich sagen. Sehr engagiert, also wir sind eigentlich her, für überhaupt ihn mal zu sehen und mal Hallo zu sagen. Und er, kaum eine halbe Stunde später, hat er schon angefangen mit Arbeiten und haben wir schon Songs auf einmal arrangieren und zugeschickt. Also er ist wirklich voll dabei. Greg tut jetzt gerade so ein bisschen Sounds auschecken. Ja, keine Ahnung, er sucht irgendwie einen Michael Jackson Sound oder so. Ich glaube, es könnte etwa noch 3-4 Stunden gehen, er ist recht vertieft. Okay. Ein Rehearsal-Studio gemietet, das sind so Räume, Bandräume in dem Sinne, wo man mieten kann. Und wir sind dann den ganzen Tag da und haben Songs vorgespielt und haben es aber aktiv auch umarrangiert zum Teil. Auch alte Songs, also Run Baby Run zum Beispiel. Ich kann es nicht mehr objektiv betrachten, darum ist es extrem interessant, dass eine Meinung von uns kommt und sagt, hey, hier, komm, probiere das mal so und so und dann machst du es und irgendwie weisst, dass es dem Song gut tut, aber es ist noch so wie schwer für dich zu akzeptieren, aber ich denke, das braucht einfach Zeit und man muss es ein paar Mal spielen und ein paar Mal hören und dann weisst du, hey, das ist im Fall eine gute Idee gewesen. Ich würde uns auch mit dieser Vorproduktion für das Album mal. I think we shorten the We Both Know part. Condense that and then come back to Run Baby Run, because that might be cool. Okay. Worth trying. That would work. That was better than I thought it would be. Yeah. Me too. Yeah, me too. Yeah. Du musst dein Instrument operat machen, ja? Ja, ich bin eben letzte Nacht schon ein mise en place machen. Ich habe das Monitor hergestellt, habe ich für alle drei vorne Front das Mikrofon her. Torres habe ich auch eins her. Also, warte, ich muss das Receiver schnell einstellen. Ja, nice. So, ready, man. Freeze. I like that the headstock's small, too. I think they got bigger when they were small. Natürlich das Obligate, was man so macht in einem schönen grossen Städtchen wie LA, ist, man geht mal Musikläden abklappern als Musik. Und das ist in Amerika nicht ohne, weil das einfach so gross ist, wie auch die Skola grösser ist. Und es hat einfach einen riesen, huren Wang voll Gitarren und einen riesen, huren Wang voll Bass und Amps, uralte Verstärker, echt so ein bisschen das Paradies. Oh, jeder Musik. Hey, Huere, geil! Jetzt haben wir 100'000 Steine zum Verkletten.
Wir haben natürlich nichts gekauft, weil wir arme Musiker sind. Aber wir haben extrem viel ausprobiert und vielleicht auch Sachen in den Händen gehabt, die man sonst nicht so unbedingt in den Händen hat. Ganz alte, schöne Fender Stratocaster. Wenn ich nicht Millionär wäre, würde ich die vielleicht mit teilen. Der Andi hat schöne P-Basses ausprobiert, wirklich so richtig abgeschabt und beraucht von irgendeinem Musiker von hier, von den Staaten oder so, der vielleicht in den 60er, 70er gespielt hat. Das ist schon spannend. Es ist einfach riesengroß und es hat vor allem x-mal mehr als bei uns. Ja, immer gemeint, Millionen sind geil. And then I went to the House of Blues.